Hallo Freunde, willkommen zurück mit der Lara. Und wir werden uns jetzt hier das Tor öffnen. Allerdings scheint da so ein Balken im Weg zu sein. Ja, hat schon gereicht. Ich dachte jetzt, wir müssen noch irgendwas machen. Zack. Und drücken, 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 drücken. Schneller, schneller, schneller. Geübte Fingerchen. So. Oh Gott. Das ist ja wieder so ein riesiges Gebiet, ne? Ich gehe aber erstmal ans Feuerchen. Sie sagt auch wieder nichts. Wir können mal kurz gucken hier, Bergungsgut, technisch, ob es da irgendwas Schönes gibt. Aber nicht so Laufmantel. Achso. Ich dachte, wir kriegen dann so einen schönen Mantel. So, Shotgun. Vielleicht haben wir hier was Schönes. Volle Drossel. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu? Nö, wollen wir nicht. Da ist ein Pfeil dran, da ist ein Pfeil dran. Das geht noch. Erhöhte Taktrate. Ne, das ist alles... Obwohl, Taktrate vielleicht doch, ne? Schussfrequenz ist schon nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen es jetzt einfach. Was soll's, wir haben ja genug. Hier gibt es auch nichts Neues. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen ab. Und schauen wir mal in die Richtung. Wer ist das denn? Was ist los? Ist das Ruff? Aber ich dachte, der ist verletzt. Warum rennt der hier rum? Oder gab es noch einen anderen alten Mann? Ich weiß gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht wer. So. Mal kurz hier. Ach, guck mal hier um die Ecke. Ist schon ganz gut, dass man diesen Sinn hat, damit man hier auch ein bisschen was findet. Aber das ist auch noch. Ach ja, guck, ein Buch. Sehr schön. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem Sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Na dann mach mal. So, aber es fehlen uns immer noch welche, ne? Das heißt, hier liegt noch reichlich Zeugs rum. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell. Da unten ist noch eine Kiste. Bergungsgut ist immer gut. Aber, ach so, da in die Richtung. Was haben sie hier wieder gemacht? Wie können die so leben? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wie können die eigentlich so leben? Aber diese ganzen... Oh mein Gott. Grim! Ach, Grim ist das? So nicht. Aber erstmal hier schön einsammeln. So ein bisschen was müssen wir ja schon mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nochmal so ganz genau umgucke. Ich glaube eher nicht. Sonst wird es euch auch zu langweilig. Das wollen wir ja nicht. Lara, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Ihr müsst die anderen holen!
Da geht aber bestimmt gleich wieder was schief. Mann. Lara, schwing dein Hintern hier rauf! Du hast süßen Hintern vergessen. Siehst du die scheiß Leiter nicht? Rauf mit dir! Ja, ist ja gut. Zündet sie an! Wow! Oh, oh! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schweine! Oh oh. Oh oh. Wo, wo, wo? Irgendwo sind hier noch welche? Da oben. Alter, der Kunde. Oh. Oh. Schadenfreude ist ja eigentlich nicht so toll. Aber was hier Gegner angeht im Spiel, ist das was anderes. So, jetzt ist aber mal Feierabend hier. Nee, da kommt noch einer. Was du denn? Wow! Ah. Bam! In your face! Oh. Den hab ich nicht erwischt. So, jetzt aber Feierabend langsam. Da hinten läuft aber noch einer. Lara, du lebst noch. Gerade so. Da war doch noch einer. Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Oh Gott, wieder alles so verwinkelt wieder. So, erstmal hier von den Kollegen ein bisschen was einsammeln. Hier müssen wir anscheinend hoch. Das sieht schon mal gut aus. Und wo ist der jetzt hin? Der ist schon vorgegangen oder was? Ist klar, ist klar. Hier unten liegt keine Leiche mehr. Okay, dann würde ich sagen, springen wir ins Wasser, weil ich das auch wollte. Denn sie muss sich ja auch mal ein bisschen waschen zwischendurch. Und hier liegt sowieso was rum. Genau, war alles Absicht. So, wie komme ich jetzt hier rüber? Dann muss ich hier erstmal hoch. Ja! Okay. So, dann hier, das reicht eigentlich schon. Oh, ein Langfinger. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt für die Lara, so ein Langfinger. Also, naja, ihr wisst schon, also. Entschuldigung. So. EP, sehr wichtig. Sehr wichtig und richtig. Hier ist nix, 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 nix. Hier können wir wieder was aufballern. Ist das unser Weg? Sieht ganz so aus. Oh, das ist ein. Guck mal wieder an. Schweinchen jagen. Ich muss schon vorgrillen. Okay, das Hühnchen ist wahrscheinlich verkokelt jetzt. Hä? Toll, die auch. Da wollte ich es mir schon mal vorbraten, weißt du?
Naja, egal. Wir schnappen uns erstmal das hier. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Und dann brauchen wir nur noch eins. Wow, dann haben wir alles hier gesammelt. Ich bin richtig stolz auf mich, dass wir überhaupt so viel mitnehmen. Aber das ist ja auch ein bisschen das Ziel des Spiels, denn Lara ist ja so eine kleine Abenteurerin. Und auch Sammlerin, ne? Und da sollten wir uns auch schon entsprechend umsehen, wie sich das auch so gehört. Ich weiß, manchen gefällt das sicherlich nicht so, aber das gehört hier einfach dazu. Und deswegen brauchen wir auch so lange allgemein. Ich meine, manche Let's Player, die sind schon... sind ja sozusagen die gleiche Folge, aber sind schon viel weiter. Das liegt aber auch daran, dass sie sehr, sehr wenig sich umgeschaut haben. Ich bin da einfach nicht so. Ich will schon ein bisschen viel oder so viel es geht von dem Spiel mitnehmen. Ich glaube, ich bin sogar richtig hier, ne? Ist ja Wahnsinn. Was? Ich nehme mal die Knarre, die hat man schon lange nicht mehr. Bisschen Lärm machen hier. Okay, ich sehe sie gerade nicht. Ich habe da gerade einen Schatten gesehen. Ich glaube, das war sogar so ein Typ. Ah! Kopfschusskiller! Ist da eine Kiste? Nee. Na, ja, guck mich an. Yeah! Okay. Ja, jedes Spiel hat seine Fehler. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Zeig mir mal ein Spiel, was keine Fehler hat. Ich habe übrigens in letzter Zeit viel SimCity gespielt. Das werden wir wahrscheinlich, oder haben wir uns schon angeguckt? Weiß ich gar nicht. Oder wir sind gerade dabei. Das wird es eher sein. Denn ich wollte mal so ein etwas größeres Projekt machen, wo wir uns das Ganze mal anschauen. Damit auch die Leute, die das vielleicht nur so ein bisschen mitgeschnitten haben, auch mal sehen, was man da überhaupt machen kann. Ich finde es sehr interessant. Aber mehr dazu bei Ben Tested. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Und wir haben alle gesammelt. Herrlich. Sehr gut. Was ist das hier? Warum ist hier so ein... wie heißt's? Oh, jetzt fällt mir das nicht ein. Mir liegt's auf der Zunge, aber egal. Schreibt's auch in die Kommentare. Mir fällt jetzt echt das Wort nie ein. Das ist ja... ist manchmal wie verhext. So. Okay, hier gibt es aber nichts weiter. Und hier haben sie sich eine Mühle aus Schrott gebaut. Das ist aber auch sehr einfallsreich, muss ich sagen. Da einfach mal einen Daumen hoch für die guten... Wie heißen die eigentlich? Das sind die Solari, ne? Oder? Ich glaube schon. Falls ich das richtig verstanden habe. So. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach so, da. Erstmal gucken, dann fragen. Und hier ist so ein Alarmding, ne? Das aktiviere ich jetzt mal lieber nicht. Sonst kriegt man noch mehr Besuch. Hier gibt es wieder Pfeile. Und hier kommen wir auf jeden Fall darüber. Das ist schon mal ganz gut. Aber was hat es hier mit diesen ganzen Stricken auf sich? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Guck mal, da ist auch noch eine Kiste. Oh, da können wir, glaube ich, nicht nochmal rüber, ne? Weil wir müssen da runter, obwohl. Ok.
können wir uns theoretisch dann später holen. Ja, kriegen wir schon hin. Aber irgendwas müssen wir hier machen. Vielleicht Brandpfeil? Ich probier's mal mit dem Brandpfeil. Nee. Okay. Dann vielleicht da drauf? Boah, ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir ja mit der Kiste machen. Irgendwas scheint da zu sein. Ja, spring mal hier weg. Andere Möglichkeit wäre jetzt noch das hier. Aber das bringt auch nichts. Wozu ist denn hier die Kiste? Und warum wird die uns so angezeigt? Muss ja irgendwas bedeuten. Tja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ich glaube auch... Ach nee, ich glaube, wir müssen da einfach noch raufspringen, ne? Ich mach das jetzt einfach mal. Zu Testzwecken. Wow. Oh, heieiei. Ach so. Na, das ist ja Quatsch. Okay. Da ist noch was einsammeln. Kommen wir hier auch wieder hoch? Nicht, dass ich jetzt hier... Naja, wir kriegen es schon hin. Ach ja, hier geht's ja hoch. Okay. Nein! Wow. Na gut. So. Meins. Abstütze gibt's jedenfalls nicht mehr. Falls ihn das interessiert. Die Grafik ist jetzt auch wieder relativ hochgestellt. Aber auch schon bei Tomb Raider gibt es Grafikeinstellungen, die unterstützt die Grafikkarte einfach nicht. Zum Beispiel diese Kantenklettung. Da gibt es ja so eine Einstellung sehr hoch. Das unterstützen nur die wirklich High-End-Grafikkarten. Und das hier ist ja jetzt keine High-High-End mehr. Das ist einfach nur noch ja fast normal wie jetzt in jedem etwas teureren PC drin sind. Das ist ja hier die GeForce 680. Hallo? Ach, jetzt. Aber sobald es mir auf jeden Fall möglich ist, werde ich die Grafikkarte austauschen. Und beziehungsweise sobald ich feststelle, dass das nicht mehr ausreicht. Im Moment geht's noch. Solange es noch die Kantenklettung ist, ist mir das egal. Es sieht trotzdem geil aus alles. Und wenn ich zufrieden bin, dann soll das schon was heißen als Grafikhure. So, das scheint auch alles gewesen zu sein. Liegt hier noch was oben für uns? Hm? Ah, da in der Ecke. Sehr gut. Wo sind wir denn eigentlich bei der Zeit? Ich glaube, ich müsste jetzt erstmal aufhören. Und wir schauen mal, wie wir hier rüberkommen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so. Aber irgendwas müssen wir mit dem Seil machen. Okay. Naja, schauen wir mal. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.